Hallo und grüß euch auf dem Kanal von Senior Ness. Heute gibt es wieder ein Unlimited Cheat Tutorial für euch zum Schlüsselfarmen. Also bis Runde 50, 1 bis 1,5 Stunden, dann seid ihr fertig. Also das erste, was ihr braucht, ist einmal der Strom einschalten, sonst kommt ihr vom Anfangsraum gar nicht raus. Und dann müssen wir mal bis Runde 5 spielen. Wenn ihr dann bei Runde 5 angekommen seid, braucht ihr nur mehr mit der PM reden, das geht erst ab Runde 5. Das G holen, was euch am besten gefällt, in meinem Fall ist es das Drachen-G. Ich bin 1. Weil es einfach bis Runde 50 einfach am schnellsten geht. Wenn ihr das Drachen-G oder irgendein G habt, müsst ihr die ersten zwei Herausforderungen mal fertig machen. Und wenn ihr die zwei Herausforderungen fertig habt, habt ihr den Glitch schon fast geschafft. Wenn ihr die zwei Herausforderungen fertig habt, braucht ihr nur mehr die Runde beenden und warten wieder, bis das G aufleuchtet. Dann geht der Glitch los. Also ihr müsst mal schnell erklärt, ihr müsst das, wie es in meinem Fall ist, das Schlangen-G aufheben, dann rübergehen, einrichten, dass ihr Viereck drücken könnt, die Granate in die Hand nehmen, Steuerkreuz rechts, wegwerfen, das zweite G aufnehmen und nochmal Steuerkreuz rechts. Also nochmal in Slow Motion. Wenn Schlangen G aufnehmen, hier einrichten, Granate in die Hand, Steuerkreuz nach rechts, Granate wegschmeißen, Viereck drücken, nochmal Steuerkreuz rechts drücken. So wie ihr seht,
trinkt ihr dann das zweite Mal das Getränk und somit habt ihr den Glitch bestanden. Wenn ihr jetzt nochmal Viereck für das Schlangen-Chi, dann rübergehen, einrichten, dass ihr gleich nachher Viereck drücken könnt, die Granate in die Hand und halten, dann gleichzeitig Steuerkreuz rechts, dann die Granate wieder wegschmeißen, dann gleich wieder Viereck drücken, dass ihr das Getränk aufnehmt, Steuerkreuz rechts und ihr trinkt das Getränk nochmal und ihr habt Unlimited Chi. Dann braucht ihr nur noch euren richtigen Platz, wo ihr euch hinstellt. Für mich ist der beste Platz eigentlich hinten oben. Da sperrt ihr einfach die eine Tür auf. Ich habe sonst keine einzige Tür aufgesperrt, nur zum Dojo auf. Und diese Tür, dass ich das Spiel nicht überfordere. Somit hat es am wenigsten Grafik zum Laden. Und hier stelle ich mich hin und ziele ungefähr hier, wo ich hinschieße, ziele ich hin, schalte den Autoklicker ein und gehe schlafen. Bis Runde 50 ungefähr braucht ihr 1 Stunde bis 1,5 Stunden und bis Runde 70 braucht ihr ungefähr 2,5 Stunden oder was. Also von Runde 50 auf Runde 70 braucht ihr sicher nochmal 1 bis 1,5 Stunden, also besser ist fast, wenn ihr bei 50 wieder quittet und wieder neu reingeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like oder ein Abo da lassen. Sowas wird immer wieder bei meinem Kanal kommen. Bis zum nächsten Mal. Schlüssel ab, Level ab, euer Senior Nice.